liebe Newsletter-Abonnenten von Thalia Jung und Mehr. Mein Name ist Theresa Rosenkranz und ich möchte heute euch gemeinsam mit Jan-Philipp Meyer unsere Dienstagsgruppen vorstellen, die wir in Thalia leiten. Und wir haben uns beide gedacht, das machen wir am besten da, wo wir auch proben. Und deswegen stehe ich heute hier bei der VHS in der Sternschanze. Und Jan-Philipp ist irgendwie gar nicht da. Also, er ist nirgendwo zu sehen. Und das hat auch einen ganz einfachen Grund. Der probt nämlich gar nicht hier, sondern auf den Probebühnen vom Thalia in der Gaußstraße. Hallo lieber Treffpunkt, hallo liebe Theresa. Anscheinend haben wir uns verloren. Wieso ist eigentlich meine Videoqualität so viel schlechter als die von Theresa? Ich sitze hier an einem meiner liebsten Orte, nämlich auf der Probebühne 1 in der Gaußstraße. Ich bin jetzt hier in der VHS und stehe vor Raum 404. Raum 404, das ist der sagenumwobene Raum, in dem wir jeden Dienstagabend proben. Das ist der Raum. So, ich lese euch jetzt mal die erste Frage von Jan-Philipp vor. Wie würdest du einem Gruppenmitglied deines Kurses die Rolle der Theresa Rosenkranz erklären, wenn sie mit dieser Besetzung so gar nichts anzufangen wüsste? Ich sehe meine Rolle in den Projekten als eine Art Impulsgebende. Und ich finde irgendwie eine Frage oder ein Thema spannend und gebe die dann als Impuls in die Gruppe. Und ich freue mich, wenn Menschen zusammenkommen aus den unterschiedlichsten Zusammenhängen und die unterschiedlich alt sind und die dann Bock haben, neugierig und spielbegeistert sind und sich auch mit diesen Fragen und Themen auseinandersetzen wollen und eben sie performativ irgendwie sich dazu verhalten wollen. Jetzt soll ich auch noch diese Rolle vorspielen. Also, dazu muss ich sagen, dass ich es liebe, sogenannte Impossible Tasks zu geben. Dazu habt ihr 5 Minuten Zeit und ich bin gespannt auf eure Ergebnisse. Bis gleich. Die zweite Frage. Dein Projekt heißt Lehrraum. Hast du aus der Lehre der letzten Monate auch eine Lehre ziehen können? Lehre mit H. Wie können wir jetzt, wo uns diese ganzen Orte der Versammlung genommen werden, wieder zusammenfinden und Kultur und Orte der Kultur und gerade auch das Theater nutzen, um wirklich Vielfalt zu feiern? So, kleiner Nachtrag nochmal zu Frage 2. Vielfalt feiern. Damit meine ich, dass ich es wichtig finde, dass Vielfalt abgebildet wird. In den Themen, die behandelt werden, auf der Bühne, hinter der Bühne und auch in den Zuschauerseelen. Kommen wir zur letzten Frage. Die ganze Arbeit und dann nur einmal spielen, das wäre es mir ja nicht wert. Das ist ein Satz, den man sehr oft hört. Trotzdem machst du es jedes Jahr immer wieder. Warum ist das so? Also erstmal, ich hätte überhaupt nichts dagegen, wenn wir öfter spielen. Würde ich mich freuen. Ich glaube, manche Teilnehmenden hätten da auch richtig Lust drauf. Und warum ich das trotzdem mache, trotzdem nur einmal spielen, ist, weil mir das irgendwie einen Kick gibt, diese Arbeit. Und ich das total intensiv erlebe oder als intensiv erlebe, mit den unterschiedlichen Leuten zusammenzukommen und so über mehrere Monate eben zu einem bestimmten Thema was zu entwickeln, was vorher gar nicht da war. Ja, das lohnt sich auch selbst, wenn es nur einmal ist. Ich glaube, es geht auch den ganzen Teilnehmenden so. Jetzt stelle ich dir meine 3 Fragen. Du hast häufig Wiederholungstäter in deinen Projekten. Was macht deine Projekte so reizvoll, dass die Leute immer wiederkommen? Ja, Wiederholungstäter. Ich freue mich immer über Leute, die mehr als einmal mitmachen, weil das heißt ja, dass es ihnen irgendwas gebracht hat beim ersten Mal. Und wenn man das macht, was wir tun, dann macht man das ja mit dem Ziel, damit es Leuten was bringt. Und wenn diejenigen, die da mitmachen, Spaß dran haben und deswegen noch ein zweites Mal mitmachen wollen, freut uns das natürlich umso mehr. Warum das so ist, kann ich nur vermuten, womit wir gleich bei Frage 2 wären. Frage Nummer 2. Bist du eigentlich wirklich so streng, wie alle immer behaupten? Diamanten entstehen auch nur unter Druck. Der Zweck heiligt die Mittel, ne? Ist vielleicht ein schlechtes Beispiel. Bin in solchen Momenten denn vielleicht mal streng, wenn ich das Gefühl habe, dass es gerade nötig ist. Theater ist Commitment. Also man verbindet sich mit einer Gruppe, mit einer Sache, um gemeinsam zu einem Ziel zu kommen. Muss es halt einen geben, der dann auch im Zweifel mal der Spielverderber ist und sagt, jetzt
wird gearbeitet. Letztendlich sind wir deswegen hier. Wir sind hier im Theater, um Theater zu machen. Und gerade jetzt merken wir, dass wie sehr uns das fehlt. Das gemeinsame Hiersein. Und so streng wie im Struwwelpeter bin ich nicht. Ich meine, da werden Leuten die Daumen abgeschnitten. Frage Nummer 3. Sommer 2021. Dein Projekt wird aufgeführt. Was erwartet uns und wie nah dürfen sich die SpielerInnen eigentlich kommen? Jetzt ist November. Wenn wir eine Sache zu viel gehört haben in den letzten Wochen und Monaten, dann ist es sicherlich, dass wir wissen, dass wir nichts wissen. Also ich kann euch insofern sagen, was ich hoffe. Ich hoffe, dass unser Stück aufgeführt werden kann, und zwar nicht nur per Video, sondern so, wie man das kennt, so, wie man das mag, so, wie man das liebgewonnen hat. Ich weiß nicht, wie nah wir uns kommen dürfen. Ja, das Projekt, ich habe es genannt, die Gruppentherapie einer Generation oder einer literarischen Generation, handelt von den Kindern, zum Beispiel dem fliegenden Robert, dem Suppenkasper, dem brennenden Paulinchen, wie sie als Erwachsene ihre Jugend in einer Gruppentherapie Revue passieren lassen und verarbeiten. Was ist aus dem Zappelphilipp geworden? Andererseits ist die Frage, warum denn diese bösen Kinder, die im Struwwelpeter erzogen werden mit barbarischen Methoden, warum sind diese Kinder denn eigentlich so, wie sie sind? Was soll ich noch sagen? Ja, das ist so, glaube ich, das, was wir machen. Dann hoffentlich bis bald.